Okay, sehr geehrte Damen und Herren, duje shanovni pani taponovi. Yeah, okay, I'm going to speak English. I'm going to speak English because this is a subject on which I want to make sure I speak very precisely. There was a famous interview speaking of Hannah Arendt, where Hannah Arendt was asked, was bleibt? And she said, you know, es bleibt die Muttersprache. And in a certain way, I've had that feeling these last 6 months. I've never spoken so much English in my life as in the last 6 months, because so many of the themes of Hannah Arendt and so many of the things that I think I've learned about history from Russians, from Ukrainians, from Poles and others, so many of these lessons, so many of these themes are now relevant to my homeland, to the United States of America. So when we ask why historical responsibility or why German historical responsibility, I want to begin from that point of view. I want to begin from a universal point of view. I'm not coming to you as an American saying we've understood our past and therefore everything is going well in our country, right? On the contrary, I think it's very important for all of us, whether things are going well or things are going badly, whether we're Americans or Germans or Russians, to be humble about our various weaknesses in dealing with our past. And above all, to be realistic, to be sensitive, to be concerned about how our failures to deal with our own national past can have surprisingly great and immediate and painful consequences for the present and for the future. So when we ask, as the ambassador did, quite rightly, why should we be discussing historical responsibility just now? Why, when Russia has invaded and occupied part of Ukraine? Why, when Brexit negotiations have just begun? Why, when a whole series of elections between populists and others is being carried out across Europe? Why, when the constitutional system of the United States of America is under threat from within, why in this moment should we talk about historical responsibility? My answer is that it is precisely for those reasons that one must talk about historical responsibility. There are many causes of the problems within the European Union, and there are many causes of the crisis of democracy and the rule of law in the United States. But one of them is precisely the inability to deal with certain aspects of history. So as I say, I'm not coming to you from the position that Americans have figured this out. On the contrary, let me begin talking about Germany by talking about the United States. Why do we have the government that we have now? In some significant measure, it is because we Americans have failed to take historical responsibility for certain important parts of our own history. How can we have a president of the United States in 2017 who is irresponsible on racial issues? How can we have an attorney general in 2017 who is a white supremacist? Because we have failed to deal with important questions of our own past. Not just the history of the Second World War. It might not come clear from this distance how radically the current presidential administration is revising the American attitude towards the Second World War. But when our foreign policy is labeled America First, we are referring to an isolationist and very often white supremacist movement which was meant to keep America from entering the war against fascism. When we commemorate the Holocaust without mentioning the Holocaust involved Jews, when a presidential spokesman says that Hitler only killed his own people, right? We are in a very different mental and moral world than we were just a few months ago. But it's not just that. We also have a presidential administration where the president wonders aloud why we fought the Civil War. Right? Why it was, after all, that there had to be a conflict in America about slavery.
Now, I'm not just mentioning this because, as Marie Beck alluded to, I take every opportunity now to involve myself in the domestic politics of my own country, but rather because this question of slavery, precisely, this question of what a colony is like, of what an empire is like, leads us directly to the blind spot, what I take to be the blind spot, in German historical memory. As you will all know, the American frontier empire was built largely by slave labor. As we don't always remember, it was precisely that model of frontier colonialism, of a frontier empire built by slave labor, that was admired by Adolf Hitler. When Adolf Hitler spoke about the United States, it was generally, before the war at least, with admiration. And it was a question for Hitler, who will the racial inferiors be? Who will the slaves be in the German Eastern Empire? And the answer that he gave, both in Mein Kampf and in the second book, and in practice in the invasion of 1941, the answer was the Ukrainians. The Ukrainians. The Ukrainians were to be at the center of a project of colonization and enslavement. The Ukrainians were to be treated as Afrikaner or as Neger. The word was very often used, as those of you who read German documents from the war will know. By analogy with the United States, the idea was to create a slavery-driven, exterminatory colonial regime in Eastern Europe, where the center was going to be Ukraine. Now, you have been told many times what results from this. So let me just briefly summarize. The point of the Second World War, from Hitler's point of view, the purpose of the Second World War, from Hitler's point of view, was the conquest of Ukraine. It is therefore senseless to commemorate, to remember any part of the Second World War without beginning from Ukraine. Any commemoration of the Second World War that involves the Nazi purposes, the ideological, economic, and political purposes of the Nazi regime, must begin precisely from Ukraine. Now, this is not only a matter of theory, this is a matter of practice. German policies, the policies that we remember, all of them focused precisely on Ukraine. The Hunger Plan, with its notion that tens of millions, zig millionen, people were going to starve in the winter of 1941. Generalplan Ost, with its idea that millions more people would be forcibly transported or killed in the 5, 10, or 15 years to follow. But also the Final Solution, Hitler's idea of the elimination of Jews. All of these policies hung together in theory and practice with the idea of an invasion of the Soviet Union, the major goal of which would be the conquest of Ukraine. The result of this ideology, the result of this, you know, I thought Germans were taller than this. I'm stooping all the time. It's not my bad posture, it's the microphone. I want you to hear me. The result of all of this, the result of this ideology and of this war was that some 3.5 million inhabitants of Soviet Ukraine, 3.5 million inhabitants of Soviet Ukraine, civilians, were victims of German killing policies between 1941 and 1945. In addition to that 3.5 million, about 3 million Ukrainians, inhabitants of Soviet Ukraine, died as soldiers in the Red Army or died indirectly as a consequence of the war. Now, these numbers are numbers for inhabitants of Soviet Ukraine alone. It's, of course, the numbers are greater when one includes the entire Soviet Union. But it's worth being specific here about the difference between Ukraine and the rest of the Soviet Union for two reasons. The first is Ukraine was the major war aim. Ukraine was the center of Hitler's ideological colonialism. But beyond that, in practice, all of Soviet Ukraine was occupied for most of the war, which is why for Ukrainians today, war is something that happens here as opposed to elsewhere. Hitler never planned to conquer any more than 10% of Soviet Russia. And in practice, German armies never occupied more than 5%
of Soviet Russia, and that for a relatively brief period of time. Now, Russians suffered in the Second World War in a way that is unthinkable to West Europeans, in a way that is unthinkable even for Germans. But nevertheless, when we think about the Soviet Union, the place of the Soviet Ukraine is very special, even by comparison to Soviet Russia. In absolute numbers, more inhabitants of Soviet Ukraine die in the Second World War than inhabitants of Soviet Russia, in absolute terms. And these are the calculations of Russian historians. In absolute terms, which means in relative terms, in proportional terms, Ukraine was far, far, far more at risk than Soviet Russia during the war. In other words, it is very important, as Marie-Louise Beck precisely and correctly formulated it, to think of the German Vernichtungskrieg against the Soviet Union. But at the center of that Vernichtungskrieg, precisely, is Soviet Ukraine. So if we want to talk about German responsibility for Russia, very good. But that discussion must begin with Ukraine. Ukraine is on the way to Russia. And the greatest malicious intention and the greatest destructive practice of the German war was precisely in Ukraine. If one is going to be serious about German responsibility for the East, the word Ukraine must be in the first sentence. Now, this also goes for the longest and the most earnest, and I think the most important discussion having to do with German responsibility in the East, and that is German responsibility for the mass murder of the Jews of Europe. That is another discussion which makes no sense without mention of Ukraine. As I was walking to this parliament building, I passed on the street the famous picture of Willy Brandt. Willy Brandt before the monument to the Warsaw Ghetto Uprising. Willy Brandt kneeling famously before the monument to the Warsaw Ghetto Uprising. This is an important turning point in the history of German self-recognition, of German responsibility. But I ask you to think back not to Willy Brandt in Warsaw in 1970, but think of Jürgen Stroop in Warsaw in 1943. Jürgen Stroop, the German police commander who put down the Warsaw Ghetto Uprising, who issued the orders for his men to go with flamethrowers from basement to basement to murder the Jews of Warsaw who were still alive. When Jürgen Stroop was asked, "Why did you do this? Why did you kill the Jews who were still alive in the Warsaw Ghetto?" His answer was, "Die ukrainische Kornkammer, Milken Honi von der Ukraine." Even in 1943, Jürgen Stroop was thinking, as he's killing Jews in Warsaw, of Ukraine. He's thinking of the German colonial war in Ukraine. The Holocaust is integrally and organically connected to the Vernichtungskrieg, to the war in 1941. It is organically and integrally connected to the attempt to conquer Ukraine. This is true in three ways. The first is Ukraine is the cause of the war. Had Hitler not had the colonial idea to fight a war in Eastern Europe to control Ukraine, had there been that, not been that plan, there could not have been a Holocaust, because it is that plan that brings German power into Eastern Europe where the Jews live. Secondly, the actual war in Ukraine brings the Wehrmacht, brings the SS, brings the German police to the places where Jews could be killed, which is the third point, the methods. It became clear to Germans in 1941 that something like a Holocaust could be perpetrated because of massacres in places like Kamianets-Podilsky or, more notoriously, Babi Yar on the edge of Kiev. It was there that, for the first time, not only in the history of the war, but for the first time in the history of humanity, tens of thousands of people were killed by bullets in a continuous large-scale massacre. It was events like this on the territory of Ukraine, precisely, that made it clear that something like a Holocaust could happen. What does this mean? It means that for every German who takes seriously the idea of responsibility for the Holocaust must also take seriously the history of the German occupation of Ukraine. Or to put it a different way, taking seriously the history of the German occupation of Ukraine is one way to take seriously the history of the Holocaust. Now, how do we evaluate,
How do we evaluate the question of German responsibility? What about the Ukrainians themselves? Shouldn't Ukrainians themselves be carrying out discussions about what happened in occupied Ukraine during the Second World War? Isn't Ukrainian nationalism also a theme that should be discussed? Of course it is. I made my entire career writing about Ukrainian nationalism. That's why I can be introduced as a professor at Yale University, because I wrote about Ukrainian nationalism, because I wrote about Ukrainian nationalists and the ethnic cleansing of Poles in 1943, because I published the first article in a Western language about the role of the Ukrainian police in the Holocaust and how that led to the ethnic cleansing of Poles in 1943. Ukrainian nationalism is a real historical tendency, and it ought to be studied judiciously, as some members of the audience here have done better and more recently than I. But if we are speaking not in Kiev, but in Berlin, if we are speaking of German historical responsibility, we have to recognize that Ukrainian nationalism is one consequence of the German war in Eastern Europe. Ukrainian nationalism was a relatively minor force in interwar Poland. It was paid by the German Abwehr, as I'm sure many of you will know. Ukrainian nationalists in Polish prison were released precisely because Germany invaded Poland in 1939. When Germany and the Soviet Union jointly invaded Poland in 1939, destroying the Polish state, this also destroyed all the legal political parties, including the legal Ukrainian parties, which had, up until that point, were much more important than Ukrainian nationalists. So, as I say, if we are in Kiev, then we must discuss the role of Ukrainian nationalists in the Holocaust and in collaboration. When I was in Kiev in September, to commemorate the 75th anniversary of Babi Yar, that is the point that precisely I made. But if we are in Germany, it's very important that Ukrainian nationalism be seen as part of German responsibility. It's not something that can block German responsibility. It's not an excuse to avoid German responsibility. Ukrainian nationalism was part of German occupation policy. And when you occupy a country, you have to take responsibility for the tactics and the policies of occupation that you choose. And so Ukrainian nationalism must not be a reason for Germans not to think of their responsibility. It is, in fact, one more reason to think of German responsibility. However, I've probably spoken long enough on that theme. It's very important that when we speak about Ukraine, we're not only speaking about nationalists, yes or no. Nationalists are a relatively small part of Ukrainian history. They're a relatively small part of the Ukrainian present. When we think about the German occupation of Ukraine, we have to remember some very simple, banal points that often escape our attention. Like, for example, there was no particular correlation between nationality and collaboration. Russians collaborated, Crimean Tatars collaborated, Belarusians collaborated. Everyone collaborated. There is no, as far as we can tell, correlation between ethnicity and collaboration, with the partial exception of the Volksdeutsch, of course. But in general, there's no correlation between ethnicity and collaboration. Something else to remember, the majority, probably the vast majority of people who collaborated with the German occupation were not politically motivated. They were collaborating with an occupation that was there and an occupation that is a German historical responsibility. Something that is never said, because it's inconvenient for precisely no one, for precisely everyone, is that more Ukrainian communists collaborated with the Germans than did Ukrainian nationalists. This doesn't make sense, and so no one ever says it, but it is precisely the case. Vastly more members of the Communist Party collaborated with the German occupation than did Ukrainian nationalists. And for that matter, very many of the people who collaborated with the German occupation had collaborated with Soviet policies in the 1930s. These points, although they're very basic and they're completely obvious if you think about them, are typical of Ukrainian history. They're typical of the fact that Ukraine was ruled first as part of the Soviet Union, and then under an incredibly bloody and devastating German occupation. When we think about the way that occupation ended, we often overlook certain basic points, like this. Far, far more Ukrainians died
fighting against the Wehrmacht than fighting on the side of the Wehrmacht. Incomparably more Ukrainians died fighting against the Wehrmacht than on the side of the Wehrmacht, which is not something that one can say about every country that's considered an ally. It's not something that one can say, for example, about France, which is why there's no official French history of the Second World War, and why there will never be an official French history of the Second World War, even under Macron. There are some things that Macron cannot do, and one of them will be this. He will not write the official history of the Second World War in France, because more French soldiers fought on the Axis side than on the Allied side. Now, more Ukrainians... Okay, you didn't think that was as funny as I did. All right. More Ukrainians fought on the Allied side than died on the Allied side than French. More Ukrainians fought and died on the Allied side than British. More Ukrainians fought and died on the Allied side than Americans. More Ukrainians fought and died on the Allied side than French, British, and Americans put together. Put together. Why do we not see this, or why do Germans not always see this? Because we forget that Ukrainians were fighting in the Red Army. We confuse the Red Army with a Russian army, which it most definitely was not. The Red Army was the army of the Soviet Union, in which Ukrainians, because of the geography of the war, were substantially overrepresented. So when we think about the way the occupation ended, we also have to remember where Ukrainians were most of the time, that Ukrainians suffered in the German occupation. Again, roughly 3.5 million Ukrainian civilians, mostly children and women, killed. And again, roughly 3 million Ukrainians who die in the uniform of the Red Army fighting against the Wehrmacht. Okay, so where does this leave Germany? And why is this more complicated than it might otherwise seem to be? As a historian, I know the history of Ukraine is unfamiliar, and it can seem complicated. But this is not the only problem. Part of the problem, as I suggested when I mentioned my own country at the beginning, has to do with habits of mind related to colonization, habits of mind related to wars of aggression, habits of mind related to the attempt to enslave another people. The attempt to enslave another people cannot be innocent, even for the generations to come. The attempt to enslave another people, a neighboring people, will leave its mark if not directly confronted. And to make matters worse, we are, of course, not in an environment in Europe today where these discussions can be always take place dispassionately. We're in a very precise moment where German attempts to discuss German responsibility are always simultaneously parts of a discussion carried out from elsewhere about responsibility. So when we ask, why are all these basic points not remembered? Why is it not always remembered that Ukraine was the center of Hitler's ideology? Why is it not always remembered that Ukraine was the center of German war planning? Why is it not always remembered that Ukrainians were intended slaves of Germany? Why is it not always remembered that Ukrainians were understood racially by Nazi ideology? Why is it not always remembered that if we want to understand the Holocaust, we have to start with Ukraine? Why is it not always remembered that about 6.5 inhabitants of Soviet Ukraine, million, die as a result of German occupation? There are lots of reasons, but one of them is the mental temptations left over by colonization, the tendency to overlook a people which was not regarded as a people. All of the language about Ukraine as a failed state, or Ukrainians not as a real nation, or Ukrainians divided by culture in the Deutsche Sprache, that's not innocent. That is not innocent. That is an inheritance of an attempt to colonize a people not regarded as a people. Judgments about Ukraine, where Ukraine is held to other standards, not that it's a beautiful, wonderful place in every respect, it's not, but the application of terms like there not being a Ukrainian nation or there not being a Ukrainian state, if those things are said in German without a direct confrontation with the German attempt to enslave Ukrainians, those words are not innocent. Those words have to be reflected historically in Germany. And there's a particular problem with all of this, which I'm going to mention last and try to mention briefly, which is that
The temptation for Germans to avoid I just noticed that you were all up there. Hi. I haven't looked at you. That's very rude. The temptation for Germans to avoid responsibility, which is always a great temptation, is encouraged by precisely Russian foreign policy. Right? It is Russian foreign policy to divide the history of the Soviet Union into two parts. There's the good part, which is the Russian part, and there's the bad part, which is the Ukrainian part. So, I mean, I can sum this up for you faster than the official memo of the Russian foreign policy does it. Liberation Russian, collaboration Ukrainian, right? That is the line that they follow very consistently, and in this country to great effect, because Russian foreign policy regards the German sense of responsibility as a resource, precisely as a resource, to be manipulated. And the great temptation here is that Germany, which has done so much and which in many ways is so exemplary in its treatment of the past, will fail in this centrally important area of Ukraine, in part because of the temptation that Russia offers. It is so easy to confuse Soviet Union with Russland. It happens all the time, but it is not innocent, right? Russian diplomats do it, but no German should do it. No German should confuse Soviet Union with Russland. That simply should not ever happen. The way that Russia handles its memory policy is to export irresponsibility. It's to tempt other countries into the same attitude towards Ukraine that it has itself. And this is particularly evident in this concept of Ukrainian nationalists, which again is not, it's a real historical phenomenon, but it's vastly, vastly inflated in the discourse between Russians and Germans. Ukrainian nationalism was the reason given, or one of the reasons given, for the Great Famine of 1932 and 1933. Ukrainian nationalism was one of the reasons given for the terror in 1937 and 1938. Ukrainian nationalism was one of the reasons given, this is by Stalin, right, for the massive deportations of inhabitants of Soviet Ukraine after the Second World War. And Ukrainian nationalism was the reason given for the Russian invasion of Ukraine in 2014. There is a common genealogy here and a temptation precisely for Germans. Because if the war was all about nationalism, then why would Germans oppose it? If the Ukrainian government was nationalist, then why should Germany do anything to stop Russia? The danger here is that you enter into a kind of Molotov-Ribbentrop pact of the mind, where Germans agree with Russians that the evils that came from Berlin and from Moscow to Ukraine are going to be blamed on Ukrainians. It's so easy. It's so comfortable. It's so tempting to say, haven't we Germans apologized enough? Aren't we the model for everyone else? It's such a tempting trap to fall into. But I can say, and I can say this from experience as an American, if you get the history of colonization and slavery wrong, it can come back. And your history with Ukraine is precisely the history of colonization and slavery. And if the remnants of German nationalism, which are still with you, notice I'm not a diplomat, right? I can say what I want. If the remnants of German nationalism, which are still with you on the left and on the right, meet up with the dominance of Russian nationalism, efficient Russian nationalism, if you find common ground there, if the common ground that you find is, it's all the fault of Ukraine, why should we apologize, why should you remember, this is a danger for Germany as a democracy precisely. Now, it's up to Ukrainians, and this is work that I do much more often, it's up for Ukrainians to try to take responsibility for Ukrainian collaboration or Ukrainian participation in German occupation. It's also up to Ukrainians to figure out the Ukrainian role in Stalin's policies of terror, rather than claiming that those were simply Russian policies, because they weren't. They were Soviet policies in which Ukrainians also played a role. That is historical work for Ukrainians to do.
When I was in Ukraine last, in September, talking about Babi Yar, when I was standing not in front of, you know, a nice group of well, you're not all Germans, when I was standing in front of millions of Ukrainian television viewers trying to talk about these things in Ukrainian, the point that I tried to make was, you don't remember Babi Yar for the Jews. You remember Babi Yar for yourselves. You remember the Holocaust in Ukraine because it is part of building up a responsible civil society and hopefully in the future a functioning democracy in Ukraine. That holds for them, but it also holds for me and it holds for you. It holds for all of us. The point, and here I think I'm echoing what the ambassador said, the point of remembering German responsibility for the 6.5 million deaths caused by the German war against the Soviet Union, those deaths in Ukraine, is not to help Ukraine. Ukrainians are aware of these crimes. Ukrainians live, the children, grandchildren, great-grandchildren of that generation, they live with the legacy of these crimes already. The point is not to help Ukraine. The point is to help Germany. Germany as a democracy, particularly at this historical moment, as we face Brexit, as we face election after election with populists, as we face a declining and decreasingly democratic United States of America, precisely at this moment, Germany cannot afford to get major issues of its history wrong. Precisely at this moment, the German sense of responsibility has to be completed. Perhaps up until now, this was just a matter, Germany getting history right was just a matter for Germans. Perhaps at the time of the Historiker Streit in the 1980s, the history of the Holocaust was only a matter for Germans. It has to be done for Germans, but the consequences are international. Getting the history of Ukraine wrong in 2013 and 2014 had European consequences. Getting the history of Ukraine wrong now, when Germany is the leading democracy in the West, will have international consequences. That's where I leave you. Thank you very much. Дякую дуже. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie sehen, das Podium hat sich verändert. Ich danke herzlich Timothy Snyder für diesen fulminanten Vortrag. Ich habe als Moderator, mein Name ist Wilfried Jilge, ich sage gleich was zu mir, das Problem jetzt, dass wir natürlich eigentlich diese Thesen, die hier präsentiert wurden, aufgreifen müssten und direkt weiter diskutieren müssen. Wir wollen aber jetzt den Versuch machen, sozusagen das zu tun, was eigentlich die Intention von Geschichtspolitik ist, nämlich noch mal deutlicher zu fragen, was ist eigentlich die Bedeutung dieses Erbes, was bis in die Gegenwart massiv hineinwirkt, für die heutigen deutsch-ukrainischen Beziehungen. Mein Name ist Wilfried Jilge, ich bin von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, wo seit einiger Zeit auch eine Ukraine-Forschungsstelle existiert, beschäftige mich dort mit Innen- und Außenpolitik der Ukraine, habe aber vor allem in früheren Zeiten sehr viel auch zu diesem Thema gearbeitet. Und wir haben erst kürzlich in der DGAP gemeinsam mit der Renaissance Foundation, einige sehe ich auch hier, eine Ukrainian-German Expert Dialogue Group
etabliert, in der es eben auch darum geht, Außenpolitik in einem vertrauensvollen Zusammenhang mit einer Kerngruppe von vertrauensvollen Experten zu diskutieren. Und wir überlegen hier auch, wie wir unsere Außenpolitik vor dem Hintergrund ihres historischen Erbes, das auf uns allen immer lastet, wenn wir miteinander sprechen, diskutieren können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, als Osteuropa-Historiker, der ich eben auch noch bin, vielleicht eine kurze kritische Anmerkung. Ich habe es eben schon erwähnt, ein solcher Antrag, wie in dankenswerter Weise die Fraktion Bündnis 90 Die Grüne eingebracht hat, und eine solche Debatte sind immer Teil von Geschichtspolitik. Und die historische Wahrheit spielt da oft nicht so die entscheidende Rolle. Und mit Sicherheit werden wir uns bei diesem komplexen Thema Ukraine, das immer einen vierfachen und nicht nur zweifachen Boden hat, in vielem nicht einig, schon gar nicht, wem die Kiewer Rus oder das mittelalterliche Kiew gehört hat. Was viel wichtiger ist, dass wir bei diesen schwierigen Diskussionen sowas wie einen Grundkonsens haben. Und dieser Grundkonsens, an den möchte ich noch mal erinnern, der muss mit Geschichte gar nicht so viel zu tun haben, und die Ukrainer brauchen für ihr europäisches Bestreben auch nicht unbedingt die Geschichte. Entscheidend ist und bleibt, dass im Jahr 1991 die überwiegende, erdrückende Mehrheit der Ukrainer für ihre Unabhängigkeit gestimmt hat, und zwar im Lichte der Freiheit und der europäischen Orientierung. Das ist das Entscheidende, denn über alles andere werden wir heftig streiten. All diese Fragen, die wir haben, sind viele moralische Fragen. Wichtig ist, dass die Ukraine schon damals Teil eines Europa war, in dem es ein unveräußerliches Recht ist, seine Zukunft souverän selbst zu gestalten, egal in welches Integrationsmodell man will. Und gerade heute muss es das gute Recht sein, für die Ukraine auch zu entscheiden, und zwar eine Entscheidung zu treffen, nicht mehr nur dazwischen zu sein, wie das so bequem war in der Kutschma-Zeit, sondern eine Entscheidung zu treffen, wie die Sicherheit und der eigene Wohlstand gesichert werden kann. Darauf möchte ich noch mal hinweisen. Und was mir auch wesentlich erscheint, und das hat Timothy Snyder sehr beeindruckend dargestellt, weil er nicht nur über die Verbrechen der deutschen Wehrmacht, der SS und so weiter in der Ukraine gesprochen hat, sondern und vor allem nicht nur über die Bedeutung der Ukraine für Hitlers Krieg im Osten gesprochen hat, sondern weil er auch über die Genealogien der Unverantwortung, der Nichtverantwortung gesprochen hat und uns mehrere Aspekte davon gezeigt hat. Und es gibt einen wichtigen Zusammenhang auch hier, der sich anschließt an das, was ich am Anfang gesagt habe. Wenn das europäische Einigungsprojekt eine Antwort auf das war, was Timothy Snyder uns eben prägnant dargestellt hat, und wenn Deutschland von Anfang an, zumindest ein Teil davon profitieren durfte, mit massiver Unterstützung von außen, die wir vielleicht heute mit der Unterstützung, die die Ukraine hat, nicht vergleichen können. Wie kann es dann nicht selbstverständlich sein, dass ein Land, was nicht erst seit dem Maidan 2014, sondern seit Anfang der 2000er Jahre sich immer mehr um die europäischen Werte zu einer Nation entwickelt? Denn all diese Prozesse, die wir 2014 erlebt haben, haben in der neuen Ukraine eine eigene Vorgeschichte, die aber für uns als Zwischeneuropa immer noch eine Blackbox ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wollen heute in unserer Diskussion versuchen, ob uns die Auseinandersetzung mit den komplexen Zusammenhängen, die Timothy Snyder uns gerade geschildert hat, einen Beitrag leisten können, die Ukraine als selbstständiges Subjekt wahrzunehmen, ob sie auch einen Beitrag dazu leisten können, dass wir eine Sprache finden mit unseren ukrainischen Partnern, wir als Deutsche, mit diesem Erbe umzugehen, mit schwierigen Zusammenhängen von Widerstand, Kollaboration der Besatzungsmächte, ohne weitere Missverständnisse und Stereotype zu vertiefen. Können wir mit der Ukraine und ihren osteuropäischen Nachbarn über weiße Flecken sprechen, ohne uns erneut gerade heute in Zeiten des Informationskrieges zu Geiseln dieser Geschichtspolitik der möchtegern wieder imperialen oder der altimperialen Gruppen zu machen? Das scheint mir ganz wichtig. Und können wir bei der Ukraine so viel Vertrauen aufbauen, dass wir gegenwärtige Probleme, ob es um Bandera oder die Ökonomie oder die Justizreform geht, so viel Vertrauen aufbauen, dass die Ukraine nicht glaubt, das dient der Relativierung der Solidarität. Darum scheint es
auch zu gehen. Und ich will jetzt zunächst kurz, weil wir etwas in Zeitdruck sind, unser Podium vorstellen. Zu meiner Linken, bekannt allen, stelle ich Marie-Louise Beck vor. Nochmal vielen Dank. Sie ist sozusagen, das kann ich sagen, die Hauptinitiatorin dieses heutigen Ereignisses. Sie ist die Sprecherin von Bündnis 90 Die Grünen im Europaausschuss, Mitglied des Auswärtigen Ausschusses und, was viel wichtiger ist, schon seit mehreren Jahren eine wichtige Stimme im deutsch-osteuropäischen, keineswegs nur deutsch-ukrainischen, aber natürlich auch deutsch-ukrainischen Dialog. Herzlichen Dank auch für die Gelegenheit, das alles hier diskutieren zu können. Gerne. Zu meiner Rechten begrüße ich Katja Petrowskaja, die ich wahrscheinlich hier auch nicht noch mal vorstellen muss. Ich tue es trotzdem, weil es bei ihr auch inhaltlich wichtig ist. Sie ist 1970 in Kiew aufgewachsen, studierte in Estland zum Beispiel noch bei Juri Lotman, dem großen Semiotiker. Sie ist Journalistin und Literatin und sie hat vor allem mit ihrem Buch Vielleicht Esther, Geschichten von 2014, das mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis 2013 ausgezeichnet wurde, die deutschsprachige Literatur als eine Kiewerin enorm bereichert. Ich bin froh, dass wir Katja Petrowskaja hier haben. Sie hat das Imperiale noch erlebt. Sie lebt in Deutschland und pendelt zwischen der Ukraine. Sie hat sozusagen den multinationalen Blick. Danke, dass du hier bist, Katja. Nicht weniger erfreut bin ich zu meiner Rechten, dass Jurko Prohasko bei uns ist. Er ist 1970 in Ivano-Frankivsk geboren, lebt aber schon seit längerer Zeit in Lviv, sozusagen ein Ostgalizier neben der Kiewerin. Auch das ist gut, da haben wir hier auch ein bisschen Ausgleich regional. Er ist Germanist, Übersetzer und Publizist und, was für uns Deutsche wichtig ist, er ist auch Psychoanalytiker und wir können uns von ihm getrost auf die Couch legen lassen. Jurko Prohasko ist auch eine ganz wichtige Stimme im deutsch-ukrainischen Dialog, der uns gerade auch in diesen schwierigen Zeiten sehr viel von der Ukraine nach Deutschland vermittelt hat, auch um das zu verstehen, was Timothy Snyder eingefordert hat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bitte Sie jetzt, angefangen mit mit Marie-Louise Beck und dann Katja Petrowskaja, um ein kurzes Statement, und dann fahren wir fort mit der Diskussion im Podium und hoffe dann, Ihnen auch noch die Gelegenheit zu geben, begrenzt Fragen zu stellen. Wie gesagt, der Zeitplan ist schon zusammengebrochen. Alles klar, Frau Beck. Warum ist diese Initiative entstanden? Weil in unserem politischen Umfeld, den Freunden der Ukraine, uns das Gefühl begleitet hat, es gibt doch eine sehr eingeschränkte Empathie gegenüber dieser Bewegung in der Ukraine, dieser Bürgerbewegung, und noch viel weniger die tatsächliche Überzeugung, dass das eine Freiheitsbewegung ist. Wirklich eine Freiheitsbewegung, an deren Seite wir ohne Wenn und Aber zu stehen haben. Und mich hat überaus irritiert, dass in den wenigen Debatten, die wir im Deutschen Bundestag hatten, doch ohne wirklich sehr vehementen Widerspruch genau die Stimmen sich artikuliert haben, die Timothy eben benannt hat, nämlich, dass diese Ukraine und der Maidan doch ein wesentlicher Ort der rechten Kräfte, der Banderas und der Antisemiten sei. Das in Deutschland. Wie kommen wir dazu, in Deutschland, selbst scheinbar mit einer vollständigen Bewältigung unserer eigenen Geschichte, jetzt auf den Maidan zu zeigen, zu den Ukrainern und zu sagen, dem Frieden dort kann man nicht trauen, sind sie nicht schon wieder am Werke, die Kollaborateure gewesen sind. Es lag einfach auf der Hand, und da gibt es eine Parallele zu Israel,
dass vielleicht in der deutschen Debatte eine gewisse Beruhigung, ich will nicht sagen Genugtuung, aber Beruhigung dadurch einkehren konnte, so wie man bei Israel jetzt sagen kann, guckt euch doch mal an, was sie mit den Palästinensern machen. Bei den Ukrainern zu sagen, guckt euch die auf dem Maidan mal an, das sind doch Banderisten. Also eine gewisse Entlastung der eigenen historischen Vergangenheit, sofern sie überhaupt bekannt ist. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei. Ganz offensichtlich gibt es in Deutschland ein weit verbreitetes, tiefes Gefühl und Bedürfnis nach einer großen Nähe mit Russland, nicht mit der Sowjetunion, nicht mal mit dem Bewusstsein, dass die geografische und politische Sowjetunion sich aufgelöst hat und Russland nicht etwa synonym steht für dieses politische und geografische Gebilde, sondern wir es mit vielen neuen souveränen Staaten zu tun haben, darunter eines der Ukraine. Und dass am 8. Mai, wenn der Tag der Befreiung vom Faschismus gefeiert wird, der nicht ausschließlich in Moskau zu begehen ist, sondern dass Hauptstädte wie Kiew, wie Minsk, wie Riga mit dazugehören müssten. Denn, das hat Timothy Snyder eben sehr eindrücklich ausgeführt, wie groß war der Anteil des Leidens, der Opfer an diesem sogenannten, ich muss immer sagen, sogenannten großen Vaterländischen Krieg. Insofern war der Impuls für diese Debatte in Deutschland für die Ukraine, die dringendst sich darauf verlassen können muss, dass wir sagen, wir bleiben an eurer Seite. Und wir nutzen auch die starke politische Rolle Deutschlands, dafür zu sorgen, dass die anderen auch an eurer Seite bleiben. Das war der Impuls für diese Debatte. Jetzt hast du, Timothy, mich ein bisschen durcheinander gebracht, weil du gesagt hast, ihr müsst die gar nicht wegen der Ukraine führen, diese Debatte, sondern ihr müsst sie euretwegen führen. Ihr müsst sie wegen des Denkens innerhalb von Deutschland führen. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein neuer Aspekt. Nochmal nicht mit dem Blick derjenigen, die jetzt verantwortungsgenug und ehrlich genug sind, mit einem anderen Blick auf die Ukraine zu schauen, sondern ein Gespür dafür zu haben, dass wir in Deutschland unsere Verfasstheit, unsere demokratische Festigkeit auch davon abhängt, ob wir tatsächlich alle Teile unserer Geschichte ausleuchten. Und nur wenn wir das tun, werden wir ein gutes Verhältnis zu dem heutigen Russland haben, werden wir zurückweisen imperiale Ansprüche, die aus dem Kreml kommen gegen der Ukraine, und werden lernen, dass es nie und nimmer sein darf, dass die Teilung Europas, die mal auf der Krim beschlossen worden ist, von uns als faktisch etwas Normales und Gegebenes hingenommen wird, weil Europa an den Grenzen der Europäischen Union endet und Ukraine, ich bin zum Glück ein bisschen schwerhörig, das habe ich jetzt gerade nicht gehört, dass die Ukraine tatsächlich kulturell ein Teil Europas ist. Europa ist größer als das, was die Europäische Union umfasst. Das sind die Motive. Ich will vielleicht noch eine kleine Bemerkung loswerden. Es gab ja doch einen großen Unwillen, und ich war darüber sehr enttäuscht im Deutschen Bundestag, sich tatsächlich innerhalb aller Fraktionen zu einigen. Ich hätte mir gewünscht, wir hätten als Gesamtheit des Deutschen Bundestages gesagt, und wir bekennen uns zu dieser historischen Verantwortung. Innerhalb der letzten 5 Jahre haben wir im Deutschen Bundestag 2 Debatten gehabt über die Verfolgung der Armenier. Offenbar ein überaus wichtiges Thema für uns.
Ich meine, es ist an der Zeit, diesen Teil der Geschichte in der Ukraine, der geografisch und politisch noch etwas näher ist, auch sich in dieser Weise anzunehmen, statt ablehnend auf so eine Debatte zu reagieren. Vielen Dank für das Statement. Vielen Dank auch für die Zwischenrufe, die man ja in der Plenardebatte auch immer macht. Ich bitte nur, das nachher als Frage aufzuheben und zu formulieren. Ich hoffe, dass wir dann dazu kommen. Katja Petrowskaja, dein Statement. Und dann Joko Prohasko und Timothy Snyder. Genau. Können wir auch gerne jetzt schon so machen. Ich würde an dich die Frage stellen. Du hast während der Hochphase des russisch-ukrainischen Krieges in der Ostukraine Ende 2014 angemerkt, dass der Krieg in der Ukraine, in der deutschen Debatte, und es war ein Krieg, der ja nicht weit weg war, wenn wir das auch vergleichen mit anderen Brennpunkten, die wir zurzeit haben, Flüchtlingskrise auf anderen Kontinenten, aber gerade dieser Krieg hat irgendwie keine richtige Rolle in Deutschland gespielt, zumindest nicht dauerhaft, wenn sich nicht gerade ein Normandie-Format wieder getroffen hat. Und du hast gesagt, das westliche EU-Europa hat offensichtlich die Lehren vergessen, die es aus dem Zweiten Weltkrieg gezogen hat. Kannst du das noch mal eingehender erläutern, vor allem auch auf den Hinblick deiner These, dass wir hier das Problem haben in Deutschland, dass wir für diesen Krieg in der Ukraine keine Bilder haben? Das ist ja sozusagen ein Ansatz auch von der kulturellen Seite her. Kannst du das noch mal erläutern? Und ist das für dich, was du damals gesagt hast, ist das immer noch so aktuell aus deiner Sicht? Es waren so viele. Danke, danke. Es waren sehr viele Fragen. Ehrlich gesagt bin ich nach Vortrag von Timothy Snyder etwas betäubt. Das war so stark, vielleicht viel zu stark, und es ist echt jetzt sehr schwierig, anfangen zu reden. Es hat die ganze Dimension weggenommen, und es hat auch mit dem modernen Krieg was zu tun. Wie können wir jetzt über diesen modernen Krieg reden, wenn da nur 10.000 Toten sind? Also das ist alles unsere Dimension, unsere Bilder. Eigentlich, ich habe auch den Artikel, was ich damals geschrieben habe, heute wieder gelesen, und ich war ehrlich gesagt sehr beeindruckt, in welcher Schärfe ich damals agiert habe. Wir haben heutzutage immer noch mit dem Krieg in der Ukraine zu tun. Jeden Tag kann man auf verschiedenen Portalen lesen, dass da wieder die Leute aus Pensa nach Donbass gebracht wurden, also Militäreinheiten, und da sind wieder die Leute auf Krim verhaftet und so weiter. Also die Dimension ist so ganz klein. Also wir befinden sich in einem Ausnahmezustand, aber dieser Ausnahmezustand ist zu einer Gewohnheit geworden. Unsere Medien funktionieren auch so, dass wir diese Nachrichten nicht jeden Tag bringen können. Mit den Bildern, ja, wir wissen alle, dass auch der Krieg in der Ukraine sehr sozusagen in Medien runtergegangen ist, als die Flüchtlingswelle nach oben gekommen ist. Ja. Das sind auch wiederum Dimensionen, die das Bild sehr verändert haben. Und sogar mit Flüchtlingen wissen wir, wie stark vielen Menschen selbst die Bilder, also ich spreche jetzt über Fotos zum Beispiel, ja, so es reichte ein Foto von einem versunkenen Jungen, dass tausende Menschen angefangen haben zu agieren. Also, was war die Frage? Also die Frage hast du gerade genau beantwortet. Wir haben ja das Problem, dass uns auch die Bilder für diese andere Dimension oder diese andere Form des Krieges in der Ukraine fehlen. Und man könnte es ja noch weiter spinnen, es fehlen vielleicht nicht nur die Bilder, sondern es fehlen auch die Bilder von der Ukraine, weil man das irgendwie nicht verorten kann.
Ja, es hat natürlich was auch damit zu tun, dass wir kaum ein positives Bild, irgendwelches Bild von der Ukraine haben. Also wir wissen, was russische Seele ist und was russische Kultur ist. Und auch in diesen Sachen, die wir heute besprochen haben, also Russland hat die ganze sozusagen Geschichte des russischen Reiches sozusagen monopolisiert und auch die Geschichte von der Sowjetunion in allen Siegen und in Siegen besonders. Und Ukraine bleibt dann, weiß man nicht wo. Und eigentlich, wenn man die Geschichte von Imperium beschreibt, muss man auch verstehen, inwiefern ist Russisch alles, was wir Russisch nennen. Dieser Begriff war in der ganzen russischen Geschichte, hat als Inklusives funktioniert. Also auch, auch für mich war so ein ganz interessanter Moment vor 3,5 Jahren, als ich nicht mehr sagen konnte, ich bin Russin. Okay, ich habe einen ukrainischen Pass. Ich hatte immer gesagt, ich spreche Russisch, aber um das zu verkürzen, habe ich das oft gesagt, ich bin eine Russin. Ja, dass die Leute verstehen, welche Sprache ich spreche. Ich kann das nicht mehr machen. Ich kann das überhaupt nicht mehr machen. Und ich glaube, das ist auch eine innere Krise für viele Leute, die in der Sowjetunion aufgewachsen sind. Wir wissen nicht, mit welchen Begriffen wir zu tun haben. Wir wissen nicht, wie wir uns beschreiben können. Wir wissen nicht, wann wir angefangen haben, uns als Ukrainer definieren. Zum Beispiel wir, die Leute aus Kiew, die auch sehr früh zum Beispiel nach Moskau gegangen sind. Das sind alles sehr komplizierte Sachen. Übrigens, wenn man schon Anekdoten über Kiewer Rus erzählt, mich hat das sehr beeindruckt. Also die dritte Tochter von Jaroslav der Weise war in Ungarn. Sie hieß Anastasia. Und es gibt ein Skulptur, also von Anastasia in einem Kloster an Balaton, und da steht eine ukrainische Fürstin. Das ist natürlich sehr schön, aber das sind sehr, sehr komplizierte Sachen, und die haben was mit Geschichte zu tun. Es wird uns noch sehr viele Jahre kosten, das zu trennen und das zu definieren. Ganz vielen Dank. Ich denke, da werden wir vielleicht nachher nochmal drauf zurückkommen. Denn das hängt eigentlich auch mit unserem Thema zusammen, was die deutsche Besatzungspolitik betrifft. Die deutsche Besatzungspolitik hat etwas radikal durchgezogen, nämlich die Menschen zu definieren. Radikal zu definieren, du bist ein Ukrainer und nur das, du bist ein Jude und nur das und du bist ein Pole und nur das. Und das hat für dich diese Konsequenzen. Und was ja auch eine europäische Dimension dieser Debatte ist, Europa ist ja gerade auch deswegen wichtig, weil du eben etwas angesprochen hast, weil wir natürlich alle mehr sind. Wir haben vielleicht in uns auch mehrfache Identitäten und müssen auch die Möglichkeit haben, die zu leben. Ich komme zu Jurko Prochasko mit einer Frage, die eigentlich hier direkt anschließt. Du hast die provokante These in einem jüngeren Essay, der heißt »Warum sich mit ukrainischer Kultur beschäftigen«, aufgestellt, dass Kulturen von Nationen, die sozusagen den Status des Imperial nicht erreichen, nicht heute erreichen oder zumindest nicht für die Erinnerung zeitnah erreichen, bei Polen wäre das schon wieder so ein schwieriges Ding, dass solche Kulturen von den sogenannten kleinen Nationen, wie Andreas Kappeler das mal ironisch genannt hat, sozusagen immer so ein bisschen vor dem Untergang bewahrt sind. Kannst du das nochmal erläutern, wie du das für unseren heutigen Kontext der deutsch-ukrainischen Debatte meinst und was müsste getan werden, dass das eben nicht passiert? Und was müsste vielleicht sowohl in Deutschland, in Europa als auch in der Ukraine getan werden, dass das nicht passiert? Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr besonders, dass ich neben Katja Petrowskaja hier sitze. Sie ist meine Autorin sozusagen. Ich habe ihr Buch ins Ukrainische übersetzt. Das ist eine sehr schöne Konstellation, finde ich. Danke für die Einladung und danke für die Einführung. Ja, ich habe mich gefragt, ob es möglich wäre, ob es denkbar wäre überhaupt, dass wir hier umgekehrt von der ukrainischen Verantwortung gegenüber Deutschland sprechen würden. Und ist es möglich? Ja, es ist sehr wohl möglich. Es ist durchaus möglich, denn wir sind gegenseitig verpflichtet. Wir haben eben Verpflichtungen und Verantwortung
uns gegenüber als europäische Völker, als Gesellschaften, als Menschen. Wir haben auch, um auf Timothys Wort von universal zu kommen, wir haben auch Verantwortung uns gegenüber, nicht nur als Vertreter von irgendwelchen Völkern, Nationen, Staaten, nicht einmal von Kulturen, sondern auch als Menschen. Aber ich habe mich gefragt, natürlich, man könnte und man müsste auch in diesem Sinne sprechen von auch von der ukrainischen Verantwortung Deutschland gegenüber. Aber könnte man in diesem Sinne hier darüber sprechen, dass es eine historische ukrainische Verantwortung Deutschland gegenüber ist? Und da bin ich ja sehr nachdenklich geworden und habe mir gesagt, wohl nicht oder wohl kaum. Warum nicht? Denn, habe ich mir gesagt, denn was wir mit historischer Verantwortung meinen, ergibt sich oder es ist so internalisiert worden, dass es sich aus der Schuld ergibt. Und Schuld entsteht aus Verbrechen. Also wir haben diese Triade Verbrechen, Schuld, Verantwortung. Und in diesem Sinne kann man wohl kaum von der ukrainischen historischen Verantwortung Deutschland gegenüber sprechen, weil wir haben uns in diesem Sinne nicht Deutschland gegenüber verschuldet. Natürlich schulden wir uns gegenseitig immer etwas. Und was wir uns gegenseitig schulden, und darüber könnte man auch und müsste man, sollte man auch sprechen, über die Verantwortung, die sich nicht aus Schuld und Verbrechen ergibt. Und das ist für mich ein viel angenehmerer Teil der Verantwortung, der gegenseitigen Verpflichtung. Aber wenn wir sprechen von der historischen Verantwortung, dann meinen wir fast immer und fast automatisch eben das Verbrechen, die Verbrechen und die Schuld. Und in diesem Sinne hat sich die Ukraine Deutschland gegenüber nicht verschuldet, nicht schuldig gemacht. Warum? Weil wir so gütig sind, weil wir Ukrainer niemandem was antun? Ach, natürlich nicht. Natürlich nicht. Wir haben wahrscheinlich den Deutschen überhaupt nichts angetan an bösen Verbrechen, nur weil wir nicht konnten. Vielleicht, wenn wir könnten, würden wir das tun. Und weil wir es nicht konnten, ist wiederum historisch begründet, weil wir eben nicht die Kraft und nicht das Potenzial dazu hatten, weil eben in meinen Augen, und da sind wir gerade jetzt mitten im Thema, weil heutzutage wir zwar so tun, als wären europäische Länder, europäische Völker, europäische Staaten und Kulturen alle gleich. Gleichberechtigt sind wir alle mal. Aber ob wir deswegen gleich sind, das ist sehr, sehr strebenswert. Aber sind wir es tatsächlich? Und diese Ungleichheiten ergeben sich aus der Tatsache, dass es auch mitten in Europa Imperialismus gab und auch mitten durch Europa diese Trennlinie zwischen den ehemaligen Hegemonialmächten oder Großstaaten oder Reichen oder Imperien verläuft und denjenigen, die es nicht waren. Aber so unschuldig ist das wiederum nicht, denn es war nicht nur so, dass einige Länder oder Staaten oder Gesellschaften eben Hegemonialmächte waren und andere nicht, sondern diese anderen, die es nicht waren, waren unterdrückt und unterjocht von den Imperien. Also wir haben ein sehr lange dauerndes Problem von innereuropäischen Postimperialismus und Postkolonialismus. Das denken wir uns, das stellen wir uns sehr, 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 sehr selten vor und wir denken auch selten darüber nach. Und deshalb kann man einfach nicht so tun, als wäre jetzt die Ukraine in der gleichen Lage, was ihre demokratischen Feste angeht, was ihre
ihre staatliche Reife angeht, was ihre gesellschaftliche Bedeutung. Und wenn wir von der Kultur sprechen, was so die Ausstrahlung oder das Auratische dieser Kultur anbelangt, dass es sich einfach ergeben hat in einem freien Wettbewerb von völlig freien Gesellschaften und Kulturen, die alle sozusagen gleiche Chancen und gleiche Ausgangspositionen von Anfang an haben. Ob das schlimm ist, es ist, wie es ist. Ob wir das übersehen dürfen, nein, das dürfen wir nicht. Und daraus ergibt sich für mich auch eine andere Art von historischer Verpflichtung. Und das ist die Verpflichtung, die derjenigen ehemaligen europäischen Hegemonialmächte gegenüber denjenigen, die sie unterdrückt, ausgebeutet und gehindert haben, das zu werden, was sie selber geworden ist und was wir, die kleinen Völker, natürlich auch selber gerne hätten werden wollen. Nur wir waren sozusagen von euch daran gehindert. Und daraus ergibt sich natürlich schon auch historische Verantwortung, die nicht verdrängt und übersehen werden darf. Ich werde kein Wort mehr dazu verschwenden. Ich möchte nur auch noch sagen, dass für mich diese historische Verantwortung auch noch die ist, dass die ist ja vielschichtig. Man muss das nicht an Verbrechen und Schuld festmachen. Ja? Wir machen das explizit hier und heute wahrscheinlich deshalb, weil es sozusagen die deutlichste Form der Verantwortung ist und zweitens, weil ihr Deutsche berühmt dafür seid, diese Schuldbekenntnis so beispiellos, musterhaft internalisiert zu haben. Aber ob sich aus dieser Schuldbekenntnis auch nun die Verantwortung ergibt, die tatsächliche Verantwortung, das wäre für mich auch natürlich noch eine weitere Frage. Wenn wir aber weggehen von diesem unmittelbaren Verbrechen und von dieser Schuld, aber im Historischen bleiben, bei der historischen Verantwortung, dann kann ich nur sagen, die hat auch verschiedene Formen und stammt aus verschiedenen Zeiten. Die eine Zeit ist natürlich zum Beispiel die Zeit der Entnazifizierung Deutschlands, wo Deutschland es niemals aus eigenen Kräften geschafft hätte, wo viele, viele Gesellschaften und viele Politiker und viele Geldgeber und Donatoren daran gearbeitet haben, wirklich mühsam Deutschland aus dem nationalsozialistischen Sumpf und aus den Nachkriegsverhältnissen heraus zu holen und aufzupappeln dann. Und deshalb ergibt sich für mich aus dieser Tatsache auch eine Art von historischer Verantwortung, indem Deutschland bitte auch Verständnis haben sollte für diejenigen, die nicht so viel Zuwendung bekommen und die oft nicht mit Hilfe von einem Marshallplan zu Runde kommen. Und die Zeit brauchen, ja. Und es ist auch leicht vergessen worden, dass dieses Schuldmeisterische und dieses Besteuropäische, was Deutschland heute zum Glück darstellt, es ist nicht gegeben und es ist sehr, sehr langsam gewachsen, aber manchmal verspüre ich in Bezug auf die Prozesse, gerade auf die Post-Maidan-Prozesse in der Ukraine, so eine ungeheuerliche Ungeduld, so ein Verlangen, nun jetzt zu liefern oder wir entziehen euch unser Vertrauen, wir entziehen euch unsere Hilfe, wir haben euch sowieso schon so einen großen Gefallen getan mit unserer Zuwendung und jetzt, wenn ihr nicht bitte genauso musterhaft und brav euch entwickeln wie wir, dann werden wir euch unsere Unterstützung aber schleunigst entziehen und dann werdet ihr sehen, wie ihr da alleine stehen würdet. Man kann natürlich ja auch fragen, was nun
Ja, Psychoanalyse natürlich. Natürlich habe ich nicht vor, Deutschland auf die Couch zu legen. Es gibt ja auch noch zwei Aspekte von dieser Frage, die sowohl von Timothy Snyder als auch von Marie-Louise Beck, aber auch von euch beiden angesprochen haben. Warum denn dass die sowjetische Propaganda dieses Bild kreiert hatte, dieser Dichotomie, dieser manichäischen Dichotomie, hier das böse Dritte Reich, der böse Hitler und hier die gute Sowjetunion, das ist mehr als verständlich. Dass das Putin-Regime heute das gleiche System, dieses Schema aufrecht erhält für seine Zwecke, ist auch durchaus verständlich. Da bräuchte man sich nicht zu wundern. Fragen gibt es nur, weshalb dann große Teile und so unterschiedliche Teile der deutschen Gesellschaft so bereitwillig dieses Schema übernehmen und sich freuen, das geliefert zu haben, diese Erklärungen, mit denen man sich so leicht identifizieren kann und sich so das Leben dadurch leicht machen kann. Dazu gibt es natürlich viele, viele Antworten. Manche liegen tatsächlich in dieser Ungleichheit, in dieser mitten in Europa bis heute anwesenden Ungleichheit, diesem fast reflexhaften Neigung von ehemaligen Hegemonialmächten eher den ebenbürtigen Großmächten zu glauben, zu vertrauen, auf sie zu setzen, als auf diese kleine, unbedeutende Völker. Da spielt wahrscheinlich auch eine Rolle, dass es ruhmreicher war, auf großen Schlachtfeldern mit dem sowjetischen Heer zu kämpfen, als im Gebüsch in der Ukraine Juden zu erschießen. Es mag auch daran liegen, dass große Teile der deutschen Gesellschaft nach dem Krieg sich die Rettung von dort geholt haben und das sowjetische, das stalinistische oder dieses Modell als die einzige glaubwürdige und glaubhafte und feste Alternative zum Nationalsozialismus und zum deutschen Faschismus gehalten haben und sich dadurch schuldig gemacht haben. Aber es mag auch an ganz, ganz aktuellen Sachen liegen. Es mag auch daran liegen, dass eben die Ukraine, wenn wir das Wort hören als Deutscher, dann löst das nur Ängste aus. Ja, wir wollen diese nicht hier haben. Wir wollen sie außerhalb haben. Wir wollen sie nicht zulassen. Nicht nur, weil wir nicht wissen, was wir uns einspielen mit diesen suspekten Kollaborateuren. Und da wäre noch ein Punkt, ja, wenn in Deutschland von Nationalismus gesprochen wird und wenn von den Deutschen Nationalismus jemandem unterstellt wird, dann stellt man sich einen deutschen Nazi vor. Ja, also was wir uns gegenseitig auch immer antun, sind unsere Projektionen. Es ist auch viel heute gesprochen worden von ukrainischem Nationalismus und man muss ihn nicht mögen, man muss ihn nicht rechtfertigen. Er muss aufgearbeitet werden von uns selber. Dadurch, dass der ukrainische Nationalismus aber ein emanzipatorischer war und kein chauvinistischer oder kein hegemonialer, dadurch wird er nicht alleine sympathischer. Und das bedeutet nicht, dass die ukrainischen Nationalisten dadurch weniger Verbrechen verübt haben. Nur weil sie eben Vertreter und Träger von einem emanzipatorischen Nationalismus gewesen waren. Das bedeutet nicht, dass sie sich nicht an Judenmorden beteiligt haben. Das bedeutet nicht, dass sie nicht kollaboriert haben. Aber zum Beispiel, und das möchte ich auch in Anwesenheit von Katja sagen, dessen Verwandte in Babi Yar liegen. In Babi Yar liegen auch von den Deutschen erschossenen ukrainischen Nationalisten. Macht das diese Menschen automatisch sympathischer für uns? Vielleicht aber nicht. Muss nicht sein. Nicht darum geht's. Es geht mir nur darum, dass die ukrainischen Nationalisten nicht gleich Nazi sind.
Man muss aufhören, sich ukrainischen Nationalist als ein deutscher Nazi und Kollaborateur vorzustellen, denn es geht mir nicht einmal darum, dass dass Teile der ukrainischen Nationalismus auch gegen die Wehrmacht und gegen das Hitler-Regime gekämpft haben und gestorben sind und dafür hingerichtet wurden von den Nazis und eben auch im Babi Yar liegen, sondern mir geht darum, dass wir endlich, aber das ist das Ding der Unmöglichkeit, dass wir aufhören sollten, aufeinander Bilder und liebgewonnene Vorurteile zu projizieren und dass wir uns dann bemühen um Differenziertheit und dass wir dann, und dann, das ist auch unsere gegenseitige und gemeinsame Verantwortung, dass wir, wenn wir das europäische Projekt ernst meinen, dass wir, trotz dass es nicht sexy ist, trotz dass es nicht sehr erotisch ist, dass es nicht gleich viel Spaß verspricht, sondern im Gegenteil sehr oft sehr viel Grauen und Mühen, dass wir dann versuchen, uns füreinander zu interessieren. Und das sind wir uns wirklich schuld. Und das ist unsere Verpflichtung. Okay. Ganz vielen Dank, Jurko Prohasko. Die 7 Minuten hast du gnadenlos überzogen, aber ich habe es deswegen laufen lassen, weil du von der deutschen DIN-Norm der Erinnerung, so würde ich es mal nennen, bis hin zu diesen verschiedenen doppelten Böden. Ja, was ist eigentlich ein ukrainischer Nationalist? Und was heißt das übrigens, das möchte ich auch noch mal deutlich sagen, wenn heute ein Student in Kiew ein Bandera-T-Shirt trägt oder zum Beispiel ein Vertreter der jüdischen Gemeinde, der damit ironisch ausdrücken will, ich will nicht von Bandera befreit werden, sondern von Putin, also nicht von Putin befreit werden. Ja, das heißt, das ist die Problematik mit den Bildern, dass wir häufig nicht zwischen Geschichte und Erinnerung unterscheiden. Ja, wenn einer von Bandera redet, vielleicht hat er da schon von gehört? Wir wissen es nicht. Also, ich möchte jetzt direkt zum Kommentieren übergehen, Timothy Snyder, vielleicht einfach als Kommentar bereits zu dem, was schon gesagt wurde. Und dann würde ich auch noch... Genau, und vielleicht ein Kommentar zu dem, was die Kollegen und Kolleginnen gesagt haben. Ja, also ich werde dann sehr kurz sprechen, weil es mir scheint, wir haben lang genug gesprochen und eine Chance sollte fürs Publikum bleiben. Ich wollte nur sagen, es ist für mich eine Ehre, hier mit Katja Petrovskaya und Jurko Prohasko zu sein. Jurko hat über Verpflichtung gesprochen. Es mir scheint, wir können auch von Bedürfnis und nicht nur von Verpflichtung, aber vielleicht Verpflichtung. Es gibt Momente, wo es sehr wichtig ist, nicht sich selbst zu projektieren, aber zuzuhören. Und ich weiß nicht, ob die Verantwortung liegt auf der ukrainischen oder auf der amerikanischen oder auf der westlichen überhaupt Seite. Aber was mir sehr klar ist, das ist, dass in Deutschland und auch in den Vereinigten Staaten, wir haben nicht die Chance benutzt, in den letzten 2-3 Jahren die Ukraine zuzuhören. Zuzuhören. Weil was kommt, ist nicht immer das, was man erwartet oder schlimmer projektiert. Was kommt, kann interessant sein, sehr. Und was kommt, kann auch für uns selber wichtig sein. Ich bin der Meinung, dass was wir jetzt in den Vereinigten Staaten erfahren, müssen wir nicht erfahren, wenn wir andere, die vor uns auf der Probe gestellt worden sind, zuzuhören haben. Wir haben das nicht getan und es gibt einen Preis dafür und wir zahlen jetzt diesen Preis. Und das ist alles, was ich sagen wollte.